Ich kann seinen Schmerz spüren. Was auch immer ihr macht, macht weiter damit. Also man kann an den Gegnertypen, also beziehungsweise an den Gegneranimationen sehen, wann er angreift und wohin er angreift. Ihr macht ihn nur wütend. Und das würde euch gar nicht gefallen, wenn er wütend ist. Morgen früh werde ich dich trotzdem noch respektieren. Ja. Und ficken wahrscheinlich, ne? Und daran kann man dann auch... daran kann man dann, wenn man rechtzeitig dann ausweicht, auch gut ausweichen und durchaus auch ohne Schaden zu nehmen, Bosskampf bestreiten. Also das ist richtig easy. Natürlich muss man den auch sehen können, ne? Wenn er irgendwie aus dem Bild ist, dann ist es sehr schwierig. Zum Beispiel da jetzt, da habe ich das nicht gesehen. Ja, natürlich, ich habe nicht getroffen. Ich treffe hier schon wieder nicht. Er ist richtig wütend. Und Kartell hat Hunger auf... Stäbchen? What the fuck? Ich wollte dich nicht wissen. Ah, Power-Mode, ja? Oh. Hilfe, dieses Spiel. Ihr habt es geschafft. Halios ist gerettet. Dank eurer Fähigkeiten, dem Schutz der Götter und natürlich meiner fantastischen Führung. Ja. Ruht euch nicht so sehr aus. Ich genieße es, meine Rache zu planen, sobald ich ein paar Fischstäbchen gegessen habe. Vor sich hin kichernd genießt Imperator Zane seine Eroberung des Herzens von Ankaria. Das mächtige Artefakt ist aufs Engste mit der Welt verbunden. Das Herz bleibt nur stark, wenn das Land es auch bleibt. Doch indem er Tod und Verwüstung verbreitet, schwächt Zane es, um es seinem Willen zu beugen. Später mehr dazu. Zanes Schadenfreude wird von Neuigkeiten unterbrochen. Der Widerstand hat nun eine Speerspitze mit einer Handvoll Helden geschickt, um ihn zu behindern. Er muss zuschlagen und sie in Blut und Feuer ertränken. Seine Worte, nicht meine. Die Zerstörung von Ankaria hat gerade erst begonnen. Doch die Helden haben sich bewiesen. Selbst nach dem Verlust des Herzens von Ankaria kämpfen sie mutig weiter, in der Hoffnung, Zane zu entmutigen. Das Schicksal Ankarias scheint in Zanes Händen zu liegen, doch es ist noch nicht vorüber. Ganz ehrlich, das ist keine Zerstörung von Ankaria, das ist eine Misshandlung. Boah, ist das schlimm. Hey, neuer Auftrag. Erledigt. Ja, ja, Heiltrankvorrat verbessert, das ist auch gut. Kampfmagier erweckt. Ja, das ist halt... Der Gaylord, ne? Der zu uns gesprochen hat. So, jetzt sind wir im Hauptmenü. Das Spiel ist im Koop spielbar. Also man kann bis zu 4 Leuten da kann man spielen. Sieht man da auch in den Slots. 3 können wir noch beitreten. Ist sogar auf öffentlich. Achso, ist sogar auf öffentlich gestellt. Eigentlich soll. Das ist nämlich immer automatisch auf öffentlich. Ich mach mal auf nur Einladung. Damit halt sich hier nicht. Obwohl, nee, Moment, wir machen das doch mal öffentlich, falls ihr uns jemand reinjoint, warum nicht? Was ich aber gerne will. The fuck? Sprachchat an? Wie kann ich auf Optionen gehen? Ah, hier. What the fuck? Wieso muss ich die Option über meinen Charakter öffnen? Das war nicht der Sprachchat. Anzeigeeinstellung? Verstehe ich nicht. Ich kann den Sprachchat ausstellen. Hallo? Ja, aber dann sieht der hier. Dass die ganze Zeit da so ein cooles, ne? Wir machen doch mal auf nur Einladung, weil ich habe keinen Bock, dass irgendein Typ mit mir hier reinjoint und dann auf einmal merken, dass ich mit keinem rede, sondern mit mir selber hier gerade. Wobei ich eine Aufnahme ja gerade am Laufen habe. So. Das ist die Map. Kann man hier mal gucken. Man kann hier in der Map nicht scrollen, ja? Also man kann die ganze Map nicht, glaube ich, oder? Kann man die. Doch, man kann zoomen. Kann man hier, man kann zoomen mit eben X hier. Also das ist die ganze Map eigentlich. Also groß nicht, aber man muss sich halt komplett durch alle Level irgendwie durchschlängeln. Was wir auch machen werden. Aber es dauert
nicht unbedingt lang, also länger als Sacred. Sacred 2, glaube ich nicht. Das sind ja 99 Folgen. Ich glaube nicht, dass wir so viel machen werden, aber noch ein Level schaffen wir, ne? Ja, doch. Okay. Da waren wir gerade, ne? Jetzt gehen wir hier hin. Dann zoomen wir nochmal rein. So. So, alles auf. Ich hätte. Ah, verdammt. Was ich jetzt vergessen habe, das machen wir nach dem Level. Was ist mit Arya? Sie schmollt wegen dem Herzen von Ancaria, aber das ist nicht deine Sache. Ah, nee, das machen wir jetzt. Moment, ich spule mal vor. Da habe ich es nicht hinbekommen, euch in Kartells Nähe abzusetzen. Machen wir Auftrag abbrechen. Aber wenn ihr der... Machen wir Auftrag abbrechen. Das war nämlich ein bisschen blöd. Ja, überspringen, bla bla. Das gucken wir uns gleich alles nochmal an. Ich kann ja hier mein Geld, was ich ja gesammelt habe, kann ich ja skillen jetzt. Das wäre vielleicht ganz gut. So, bohrender Schuss, das ist eigentlich ziemlich geiler Scheiß. So, machen wir mal, Schaden wird um 20% erhöht, bei großen Feinden zusätzlich um 50%, das ist gut. Machen wir rein. Dafür brauche ich ein höheres Level. Im Vorder Level 4. Den Shit können wir freischalten. Unwetter, bei wiederholenden Auslösen entsteht ein Gestöber aus Pfeilen, das Schaden verursacht. Soll ich das gegen Blitzeis? Ich tausche das mal gegen Blitzeis aus, würde ich mal sagen. Das würde ich gerne mal ausprobieren. Weil das hat eine höhere Reichweite. Macht gleich viel Schaden. Dauer ist irgendwie weniger. Okay. Ist auch immer. So, zurück. So. Waffenmeister, hier haben wir diesen geilen Magier. Gibt im Laufe des Spiels auch noch mehr, die wir freischalten. Auch noch Fähigkeiten können wir mal, glaube ich, genau, können wir noch nicht freischalten, weil das Level fehlt. Können wir hier dann schon was machen? Nee, auch noch levelmäßig nichts. Gut, alles klar. Genau, Item Shop, da können wir uns dann immer die ganzen Tränke wieder nachkaufen, wenn wir welche verbraucht haben. Zack. Spielerprofil, was ist das? Oh, da geht Steam auf. Ne, das war mir jetzt nicht. Aber hier, ne, das ist mein Profil. So. nein! Oh Gott, wie gerne ich es beenden würde, aber wir sind noch nicht fertig. Nein! So. Vorios! Erfolgt Kartell und haltet ihn davon ab, Vorios zu terrorisieren. Was ist mit Arya? Sie schmollt wegen dem Herzen von Ancaria, aber das ist nicht deine Sache. Deine Aufgabe ist es, Zane aufzuhalten. Hier geht's los. Auf der Insel Vorios. Dort liegen die Überreste legendärer Saphiri-Helden, beschützt von einem ruhenden Vulkan. Ich unterbreche nur ungern, aber er ruht nicht mehr. Die Natur scheint auf den Verlust des Herzens zu reagieren. Und Kartells Männer sind im ganzen Land auf Plünderzug. Dann sollten wir es ihnen so richtig schwer machen, oder? Ja. Irgendwie habe ich es nicht hinbekommen, euch in Kartells Nähe abzusetzen. Aber wenn ihr der Spur der Zerstörung folgt, dann findet ihr ihn gewiss. Leider. Was für ein Zufall, dass du mich nicht da abgesetzt hast. Gott! Ach, das sind keine Feinde, deswegen habe ich gerade Trefferprobleme. Zu haben und könnte dein Lieblingsgeist sein. Nein, das bist du jetzt schon nicht. Seht nur, was er mit diesem Bauernhof gemacht hat. Ganz zu schweigen von den Saphiri, die in panischer Angst fliehen. Ihr müsst etwas unternehmen. Wir fackeln unsere Bauernhöfe jedes Jahr ab. Aber nur, weil es extrem kalt ist. Seht ihr diese kleinen Dinge? Das sind Bomben. Ihr müsstet sie auf den Feind werfen können, aber seid vorsichtig. Gucken, was ist. Wow. War das die Fähigkeit? Noch einmal. Das sind die Bomben übrigens. Ja, den kann ich dann so zack. Und dann kann ich so. Kann damit aber leider nicht laufen. Geh nah ran und nagel den Typen fest. Ja. Zerstörung. Tod. Genau, was ich mag. Zu schade, dass ihr mir das nicht gönnen wollt.
mein Gott. Oh, coole Fähigkeit. Gute Arbeit bei der Rettung des Hofs. Aber Kartell ist hier noch nicht fertig. Wir müssen herausfinden, was er sucht. Ja, wäre auch so einfach, ne? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Spiel doch so ein kleines Auto-Aim-System dann mit drin hat. Das ist halt... dass man doch schon hier irgendwie... automatisch Sachen anzielen kann. Anvisieren. Meine ich nicht anzielen. Was sind hier unten noch? Ah, wie toll. Eine Truhe. Ja. Gefallen sie euch? Ich habe sie den ganzen Weg von Halios für euch hierher gebracht. Und jetzt dürft ihr den Einfuhrzoll bezahlen. Was denn? Diese dummen... diese dummen Fallen. Oh mein Gott, geht er weg. Die Falle geht gleich wieder an. Okay. Ja, die kommen auch von hinten. Das ist doch sexy. Achso, der ist schon draufgegangen. Echt sexy. Ja, da sprach der Magier. Juhu. Dort oben auf dem Berg müsste ein Dorf liegen. Ich wette, Kartell will dorthin. Zack. Der Vulkan, er bricht aus. Aber die Lava ist keine große Gefahr. Die Erdbeben jedoch schon. Gebt auf euch Acht. Unser letztes Erdbeben hat unseren Anführer und unser Denkmal des großen Otters umgeworfen. War ein toller Tag. Okay, ich habe wohl doch nicht recht gehabt. Ich bin froh, dass das vorbei ist. Das Erdbeben. Nicht Kartell. Er jagt die letzten Überlebenden aus dem Dorf. Also was ich meinte ist, mein Charakter macht doch sehr schreckliche Witze. Willkommen auf meiner Insel. Dieses bewaffnete Begrüßungskomitee wird euch bombig unterhalten. Aha, bombig. Sie sehen nicht gerade freundlich aus. Noch einmal. So, ich muss kurz... so, zack. Ich habe mal kurz bei mir auf meiner Tastatur die Leertaste gedrückt. Ich weiß nämlich, glaube ich, so aus Erfahrung war das nämlich immer so, dass... Barrikaden. Zu schade, dass sie die nicht hatten, bevor Kartell aufgekreuzt ist. Das nichts ist mein Bildschirm nicht immer ausgeht. Oh Gott! Versperren. Halt dein Maul! Das ist ein bisschen ätzend, wenn dann halt mal der Bildschirm mittendrin ausgeht und dann, warum wird er jetzt Spaß? Weil dieses Spiel es einfach nicht drauf hat, Gamepad, Tasten... Aktivitäten, wenn man das so sagt, als aktives Benutzen des Computers zu werten. Nein, andere Spiele können das, das ist aber dieses Spiel nicht. Da geht der Bildschirm nämlich immer nach einer Zeit aus, zumal nicht am PC scheinbar dran ist. Ja, aber der Charakter bewegt sich. Das ist irgendein Grund. Achso, ich muss hier einfach mal... ich bin so glücklich, dieses Spiel zu spielen. Oh, was ist denn hier? Ich glaube nicht, dass ihr durch diese Tür kommt. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie ihr da wieder rauskommt. Ehrlich, unterhaltet mich. Ich hasse es, wenn er recht hat. Aber dieser Elite-Soldat könnte einen Schlüssel bei sich haben. Dieser Elite-Soldat ist kacke. Der Schlüssel. 1:0 gegen schwache Sicherheitsmaßnahmen.